Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island und unserer schicken Windmühle, die wir hier zuletzt neu entdeckt haben und unserem Äffchen da. Sagt sie da was? Nö, natürlich nicht. Ich habe mir zuletzt gedacht, oder eher nicht gedacht, dass das Ding hier, ja, was sich hier so dreht, das erinnerte mich an diese Töpferdrehdinger. Aber ich weiß jetzt nicht, wie man sowas nennt, weil ich habe sowas auch noch nie gemacht. Aber da kam mir jetzt der Gedanke, dass man da ja vielleicht hier unsere ja Ziegelsteine oder irgendwie sowas Lehmmäßiges irgendwie ja vielleicht benutzen könnte. Weiß ich nicht. Vielleicht finden wir sowas ja auch noch. Also das geht schon mal nicht. Aber vielleicht kann man das ja auch weich machen oder so. Die sind nicht gebrannt. Die sind ja eigentlich schon fertig geformt. Kann man die dann vielleicht, weil die ungebrannt sind... Jawohl! Ja, super, dann haben wir die jetzt gebrannt. Ziegelsteine. Können wir damit denn jetzt so eine richtige Treppe uns doch noch bauen? Dann müsste ich natürlich erstmal wieder zurückgehen. Auch wenn wir das ja ganz toll bis hierhin jetzt geschafft hatten. Aber das ist ja egal erstmal. Jetzt haben wir das geschafft und ich bin hier völlig falsch, ne? Ton. Nee, wenn wir Ton haben, dann könnte man... Ich nehme das einfach mal nochmal mit. So, wir haben ja alles Mögliche eingesammelt. Festes Tuch haben wir auch noch hier. Ich schaue mich da eh noch mal richtig um. Ist ja auch egal. Ich überlege mir noch, was wir damit überhaupt machen können. Aber feste Ziegelsteine? Da müsste man sich doch was bauen können. Wo muss ich denn dafür hin? Wie komme ich jetzt wieder ganz zurück? Komme ich von da? Nee, hier bin ich ja gerade hergekommen. Muss ich hier abbiegen irgendwo? Ich muss hier abbiegen, ne? Wo war denn das hier noch mal mit dem... Nee... Da brennt unser... Wenigstens brennt da jetzt unser Feuer. Dann kann man sich das so ein bisschen merken. Wo wir eigentlich herkommen. Hier kommen wir nämlich irgendwo her. Genau. Hier ist der Anfang, wo wir herkommen. Jetzt fängt auch wieder die coole Musik an. Hier sind wir hier. Die Ziegelsteine werden mir hier aber auch nicht viel helfen. Hier ist unsere Quelle. Hier ist unsere Schlange. Da ist die Quelle. Ich laufe immer falsch. Geh mal den Hügel hoch. Und hier hin. Oh, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Mach's immer falsch. Immer und immer und immer wieder mache ich es falsch. Hügel hoch. So. Sag mal hier so bei diesen... Das gibt's doch wohl nicht. Hügel hoch. Ja, dann hier, ne? Genau. Aber zum Wasser will ich auch nicht. Gehe ich nochmal weiter geradeaus. Genau, war das nicht hier? Nee, waren die Affen. Ich will dahin, wo... Ich weiß mal den Weg nicht zu diesem Mauerwerk. Das ist das Problem. War das hier? Nee, hier brauchen wir noch ein Gefäß. Doch, hier war das sogar. Genau. Jetzt frage ich mich, ob wir hier diese Ziegelsteine hin tun können. Ja, wie geil. Wie cool. Jetzt können wir da hoch. Yeah. Und sind direkt bei der Windmühle, wo wir vorher waren. Ich glaub's nicht. Dann hätte man also auch so hier hingehen können? Oder wie darf ich das verstehen? Also gibt es jetzt aber zwei Wege. Das ist jetzt eine Abkürzung, sozusagen, die ich mir selber gebastelt habe. Und dann muss ich mich dem Rätsel noch widmen. Aber erstmal will ich mich noch weiter umschauen. Gehen wir doch mal hoch zur Windmühle. Können wir hier Getreide mahlen? Können wir da... Wir haben doch so Weizenkram. Können wir das da reintun? Weizenkeime. Können wir da was anderes reintun? Sagt sie da überhaupt mal was zu? Das ist rostig. Rostig? Um da hochzukommen. Es ist rostig. Es ist rostig. Rostig, rostig, rostig. Tja. Was mache ich denn da mal? Haben wir irgendwas, um dem Rost entgegenzuwirken? Was Öliges oder so? Bambus. Bambus. Stroh. Hier, Stroh. Nee. Bambus. Vielleicht irgendwie... Nee, ne? Nee. Nee, das ist vielleicht hier das Kokoszeug. So Kokosfett. Auch eine Idee. Aber sie kommt da ja auch wieder mal nicht hoch. Tja, ich denke mir mal, wir müssen unserem... Affen helfen. Unser Affe könnte... Oh! Autsch! Oh, ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte, jemand
greift uns auf einmal an und haut uns über den Schädel. Weg damit, sonst verletzt sich noch jemand. Alter Schwede, das war der Affe, ne? Du scheiß Affe, echt, der hat mich voll erschrocken. Tschüss. So, wir haben eine Spitzhacke. Also das ist ja auch eine super Waffe, eine Spitzhacke. Beim See entdeckt nach manchen Mühen rotes Metall am Rande grün, weißes Metall zu vielen gut, am salzigen Wasser vergraben ruht, zwischen dem Wald so grün so rein und dem Bogen im riesigen Stein. Also beim See entdeckt man manche Mühen rotes Metall am Rande grün. Kupfer. Hab ich so in den Kommentaren gelesen gehabt. Kann ich finden, kann ich mir... War so die Idee, aus unserem Zitronenkram Energie zu bauen für unser Handy. Da wäre ich jetzt so auch nicht drauf gekommen. Ja, und dann kann man jetzt hier runtergehen. Das ist ja toll. Wie helfe ich denn unserem Affen? Und was gibt's hier noch so zu entdecken? Misch mal Feuer, das ist ja auch gut. Kaputt. Kaputt. Kannst du dir da noch was Neues bauen? So, dass wir das nochmal brennen? So, jetzt haben wir das nämlich gebrannt. Kannst du dir das... Genau. Jetzt haben wir das schon mal repariert. Mensch, super hier. Ich mach das hier, ne? Das ist nicht mehr kaputt. Das ist ein Blasebalg. Hergestellt aus See. Jetzt ist in dem Fell noch ein Loch. Wie können wir das denn mal beheben? Kokosfasern, das nähen? Nee, das doch einfach, also... Ach nee, ich wollte mir ja gar nicht so eine Angel nochmal bauen. Nee, nee. Ich will jetzt keine Angel. Das tut nicht gut. Aber wir können ja nochmal hier unser Zeug weiterbauen. Das hatten wir hier, Trauben. Tja. Auch hier weiß ich noch nicht, was daraus werden soll. Ja. Was haben wir denn hier? Das sind ja Kupfermünzen. Gehen die Kupfermünzen, wenn wir das Kupfer haben, dafür den Zitronenkram? Jawohl. Und den Lappen, den sauberes Dings, haben wir doch auch. Wenn das hier schon angezeigt wird. So, jetzt fehlt aber noch was. Irgendwas Unbekanntes. Und ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Vielleicht sowas wie... Nee, zum Leiten, so strommäßig, haben wir ja schon die Münzen. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht sowas wie ein Draht oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man hier jetzt noch... Aber dann hätten wir ja schon fast alles. Was ist das hier überhaupt? Festes Tuch. Aha. Mal so die Würmer. Ich probiere das einfach nur aus. Ich habe eine Batterie hergestellt. Geil. Wenn ich Glück habe, kann ich mein Telefon aufladen. Yeah. Der Ladestand erhöht sich. Hoffentlich klappt es. Wie geil ist das? Voll gut. Was mache ich jetzt am besten? GPS oder? Oh, machen wir mal hier. Der Akku ist voll und der Satellitenempfang klappt. Aber mein Telefon sendet nicht. Schade. Das GPS hat meine Position bestimmt. 150 Grad, 30 Minuten westlicher Länge. Und 34 Grad, 57 Minuten südlicher Breite. Heißt das? Position bestimmen. Aha. Was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt hier noch irgendwas tun? Das ist ja super, mies. Kurz vor dem Unfall war ich auf Rekordkurs. Aber ich habe zu viel riskiert und hab's verbockt. Wenn ich je hier wegkomme, wer wird mir dann noch sein Boot anvertrauen? Weiß ich nicht. Mina, mach dir nicht so viel Sorgen. Was bringt mir das jetzt? Ich kann das bestimmt irgendwann später angeben, wo wir sind. Bestimmt, damit wir so einen Notruf machen können. Der Akku ist voll und der Satellitenempfang klappt. Ja. Aber mein Telefon sendet nicht. Aber wie cool, dass wir das überhaupt hingekriegt haben. Danke nochmal für den Tipp. Ja, passt schon. Sehr gut. Lexikon aktiv zu bestimmten Gegenständen in ihrem Besitz sind zusätzliche Informationen verfügbar. Yeah.
Sie haben mehr als 100 Bonuspunkte erreicht, um dieses Ereignis zu feiern und so weiter. In den Ruinen verstecken sich Affen, die mich mit Steinen bewerfen, mir bla bla. Ich bin die Affen losgeworden. In einer verfallenen Werkstatt habe ich einen kleinen Affen entdeckt. Ich habe meinen Schützling Jepp genannt. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die ich für Jepp tun kann. Ihm etwa pflanzliche Heilmittel zu verabreichen oder ihm Nahrung zu geben, sobald er wieder kräftig genug ist, sie zu schlucken. Ich bin auf mehreren Spuren menschlicher Anwesenheit gestoßen. Die Gebäude, in denen ich war, scheinen jedoch schon lange verlassen zu sein. Es gibt kaum Hoffnung, hier jemanden zu finden. Ich habe es geschafft, mein Telefon aufzuladen und der Satellitenempfang klappt, aber ich kann nicht senden. Es ist wirklich deprimierend. Das ist doch super, was wir jetzt bisher geschafft haben. Ganz stolz bin ich jetzt, wo ich das natürlich nur mit eurer Hilfe jetzt auch ein bisschen hier geschafft habe. Aber wir sind einen ganzen Schritt anscheinend weiter und ja, das haben wir gemacht und Telefon geht auch so weit, so gut. Ja, dann speichere ich mal, wie mir geheißen wurde. Spiel speichern, neuer Spielstand, dö. So, habe ich gemacht. Spiel fortsetzen, so. Ja, ich würde jetzt gerne das eigentlich nähen, aber wir haben auch gar keinen so Nadel-Faden-Kram, mit dem wir nähen könnten, mit dem Gummi. Das auch nicht. Können wir das irgendwie aufschneiden, erstmal zurechtschneidern? Wo ist denn eigentlich unser Messerkram? Hier. Denn Feuer brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann demontiere ich das wieder. Zack. So. Damit wir unser Messerchen mal wieder haben. Das brauchen wir irgendwie ständig. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe. So, ich... vielleicht muss ich mich auch um das Rätsel eher kümmern. Hallo, Jepp. Ich werde dir helfen, Jepp. Jepp braucht eigentlich Heilpflanze, aber das alleine reicht nicht. Das muss ich nicht noch... Ja, Verband hat er schon bekommen. Was anderes vielleicht? Ich weiß nicht, wie ich Jepp noch gut helfen könnte. Möchte Jepp vielleicht auch was zu essen haben? Das wäre ja auch eine Idee. Mag Jepp Würmer? Nee. Trauben? Jepp geht es zu schlecht, um zu essen. Oh. Aber wir können ihm dann was geben, anscheinend noch später. Also ich gehe mal davon aus, der braucht jetzt eher so diese Heilpflanze. Aber ich kann damit nichts machen, glaube ich. Probier trotzdem mal alles aus. Nee. Nichts davon scheint zu gehen. Schade. Dann kümmere ich mich jetzt um das Rätsel. Was soll ich sonst machen, ne? Gehe ich nochmal raus. Und das hier nähen kann ich nicht, obwohl ich das hier schon wunderbar zusammengebaut habe. Getreide mahlen und so geht ja anscheinend da auch nicht. Kaputt. Ach, das Ding ist auch kaputt. Können wir das hier irgendwie Aha. Dieser Affe hält mich davon ab, den Flügel der Windmühle zu reparieren. Na toll. Können wir uns den können wir doch bestimmt vertreiben mit einer Steinschleuder wieder, oder? Wie habe ich die denn nochmal gemacht? So. Genau, und tust du das da oben rein. Und dann nehmen wir die Steinschleuder. Kaputt. Ja, ich will die, Packen wir es mal rein. Sollst es benutzen. Hier, vertreibt den Affe mal. Warum geht denn das nicht? Müssen wir das hier wieder irgendwo reintun? Nee, ich will das nicht demontieren. Ich will das benutzen. Können wir das vielleicht von der Windmühle drinnen machen eher? So von hier. Sehen wir den Affen von hier? Nee, ne? Dass wir den irgendwie... hier vertreiben könnten. Er sitzt da irgendwo da draußen. Der Doofe. Das ist ja blöd. Können wir hier an das Holz irgendwie ran? Hier ist auch nichts, was ich mir nehmen könnte. Das ist ja ärgerlich. So ein Sheet. Vielleicht brauchen wir diesmal dafür den Pfeil und Bogen. Aber wir haben keine Pfeile. Das ist doch ein Scheiß. Immer noch keine Pfeile. Können wir uns welche einfach schnitzen?
Aus irgendwas? Nee, ne? Ich hätte jetzt auch eher was länglich. Oh, ich will doch gar keine Feuersteine haben. Das wollte ich doch gar nicht. Können wir gleich wieder auseinanderbauen. So. Was ist das? Metallgabel. Gut, widme ich mich eben dem Rätsel nochmal. Beim See entdeckt man manche Mühen. Rotes Metall am Rande grün. Das haben wir ja schon gefunden. Weißes Metall zu vielem Gut, am salzigen Wasser vergraben rot. Zwischen dem Wald so grün, so rein und dem Bogen im riesigen Stein. So grün, so rein. Ich weiß nicht, ob das alles auch eher dafür da war, für das Handy-Rätsel. Weil so Kupfer- und Silbermünzen und so, das hatten wir ja schon. Haben wir das jetzt nicht dann schon quasi erledigt? Weil ich das so alles schon vergraben gesehen hatte. Das war zum Beispiel mit dem salzigen Wasser vergraben. Gut, das haben wir direkt am Anfang gefunden. Das waren die Silbermünzen. Dann hatten wir hier die Kupfermünzen. Beim See entdeckt nach manchen Mühen rotes Metall am Rande grün. Vielleicht können wir da aber trotzdem nochmal hin mit unserer Metallgabel. Oder so. Ach, ich weiß auch nicht, was ich jetzt am besten mache. Oder ist das damit gemeint? Metall. Nein, jetzt habe ich schon wieder Ton eingesammelt. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich dachte, hier so wassermäßig was finden oder so wäre auch eine Idee, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Bin ein bisschen verwirrt jetzt, ob ich das mit dem Rätsel jetzt schon quasi gemacht habe. Rotes Metall am Rande grün. Ja, das ist doch Kupfer. Weißes Metall zu viel gut. Klar, das sind die Münzen. Diesen Text haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Beim See entdeckt man manche Mühen, rotes Metall am Rande grün. Beim See. Welcher See? Waren wir da jetzt schon? Da haben wir uns gewaschen, da haben wir die... Ach, Moment mal. Am See, da hatte ich damals das Messer noch nicht. Da muss ich noch mal hin, das stimmt. Es war aber nicht der See, wir müssen woanders hin. Wir müssen erstmal ganz zurück. Und das mache ich am besten jetzt hier über unsere... Diese Stelle hier, das geht viel schneller. Genau. Genau. Und hier waren nämlich noch die Pflanzen, die ich einsammeln wollte. So, und das kann ich ja jetzt machen. Das packst du mal zurück. Das nimmst du jetzt mal, das Messer. Und dann schnibbeln wir uns das hier ab, was wir noch haben wollten. Das hier. Wieso kriege ich das so nicht ab? Kann ich das mit der Spitzhacke? Oh, was ist denn hier vergraben? Ach, dann habe ich das ja doch noch nicht gefunden. Pack das mal wieder weg. Dorthin kann ich nicht. Es ist zu dunkel. Zu dunkel? Ich brauche... Lampe oder Kerze? Ich brauche eine Lampe. Aha. Eine Lampe oder Kerze. Sowas können wir uns doch bestimmt basteln. Aber wir haben jetzt keinen Wachs oder so, aber wir können uns eine Fackel vielleicht bauen. Mal überlegen. Soll daraus vielleicht eine Fackel werden? Nee, ne? Korbgeflecht. Nee, das glaube ich eher nicht. Eine Fackel oder Kerze? Also nimmt man sich doch bestimmt so ein Stück Stoff oder vielleicht sogar... Nee, das feste Tuch, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht auch eher, um die Windmühle zu reparieren. Nur so als Idee, aber... Bambus, großes Stück. Wie könnten wir uns so eine Fackel denn mal bauen? Das ist jetzt nur so eine Idee. Weidenrinde? Glaube ich auch nicht. Und wir haben jetzt auch kein Wachs oder so. Brennt Ton in dem Sinne? Wachs ersetzen? Ich glaube nicht. Nee, das kann man ja auch. Das wird einfach nur fest. Sonst würden daraus ja auch keine Ziegel werden oder so. Aber wie könnte ich mir denn mal eine... Also ich würde mir jetzt eigentlich nur so ein Stück Bambus irgendwie nehmen. So als Halter schon mal. Und dann würde ich mir da kurz das Zeug rumfackeln. Rumwickeln. Um mein Stück und ja. Hauptsache, das brennt kurz. Es muss ja nicht lange brennen. Ich brauche eine Lampe oder Kerze. Aber wie cool, dass wir das hier jetzt gefunden haben. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Dann haben wir das ja noch nicht. Ich brauche einen Behälter. Den Behälter, ja.
können wir... Hat unser Handy gerade Geräusche gemacht? Tatsächlich. Oder? Ja? Der Akku ist... Sie haben mein Boot gefunden und mich als vermisst gemeldet. Aber wie sollen Sie mich hier finden, wenn ich kein Signal geben kann? Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Oh Mann, aber hey, die suchen schon nach uns. Das ist irgendwie voll spannend. ich habe gerade die Idee gehabt, aus Ton könnten wir uns ja einen Behälter basteln. Das wäre doch eigentlich eine gute Idee. So, jetzt gehen wir hier wieder hin. Und wir haben ja jetzt unsere Ziegelsteine. Ich wollte aber genau dieses ein... Ja, genau. Yeah. Kein Problem. Einfach mal so ein Töpferware selber gebastelt. Kein Ding. Jetzt haben wir endlich einen Behälter. Da ist auch schon unser Feuer direkt bereit. Das ist nicht heiß genug. Och nö, das ist jetzt nicht heiß genug. Das heißt, wir müssen unseren Blasebalg irgendwie mal reparieren. Wie denn? Wie? Ich weiß nicht wie. Sie meinte doch auch, diese Dinger sind so robust und so. Dieses ganze Garnzeug hier. Bambus, kleine Triebe. Nee. Können wir das noch bearbeiten irgendwie? Wenn, dann eher mit unserem Messer. Messer. Nee, soll alles nicht sein. Und warum geht das eigentlich mit unserem Äffchen hin? Oh nein, schon wieder so ein Erdbeben. Oh nein. Ich habe immer ein bisschen Schiss. Das ist voll gruselig. Äffchen. Ich kann nicht einfach auf ihn schießen. Er bedroht mich nicht und hat mich auch nicht angegriffen. Der soll sich da verpieseln, weil er das Ding festhält. Ich kann nicht einfach auf ihn schießen. Ja, wie sollen wir ihn dann vertreiben? Du bist ja auch schlau. Beim See entdeckt nach manchen Mühen. Genau, mit der Spitzhacke rotes Metall am Rand. Also finden wir vielleicht doch noch richtig Kupfer oder so. Ich weiß es nicht. Das haben wir schon gefunden. Zwischen dem Wald so grün, so rein. Und dem Bogen im riesigen Stein. Zwischen dem Wald so grün, so rein. Bogen. Ich mache hier irgendwie 1000 Aufgaben zugleich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so eine gute Idee ist. Das hier vielleicht? Ist das damit gemeint? Es muss etwas Besseres. Das macht bestimmt unser Affe später oder so. Es muss etwas Besseres. Keine Ahnung. Nee. Das geht alles nicht. Mit der Spitzhacke? Die haben wir jetzt auch erst neu. Die haben wir noch nicht überall so benutzen können. Hier war aber auch nichts mehr, ne? Dass sie sich alleine hier so aus den Ziegelsteinen mal eben so eine Treppe gebaut hat, ist doch viel zu... Naja. Hey, Kolibri. Kommst du denn her? Volta-Bad, die lassen wir mal lieber zusammengebastelt. Oh, Manno. Was kann ich denn dann machen? So grün, so rein. Das ist bestimmt das Ding. Also ist die Reihenfolge ja eher erstmal Äffchen heilen. Können wir uns denn überhaupt mit den Schüsseln auch ungebrannt vielleicht schon mal Wasser holen? Vielleicht geht das ja auch so. Nee, das macht sie nur gebrannt. Weil Gefäß ist ja schon mal Gefäß, ob gebrannt oder nicht. Aber das geht anscheinend nicht. Schade. Unser Telefon schon wieder. Sie wenden mir kaum noch Aufmerksamkeit zu. Wahrscheinlich glauben alle, dass ich nicht überlebt habe. Aha. Okay. Wie viele Tage vergehen denn bitte hier immer so nebenbei, während ich hier rumgurke? Lass mich einfach im Stich. Ich brauche einen Behälter. Nee, du hast doch einen Behälter. Manu. Ja, den können wir nicht brennen. Wie reparieren wir denn das blöde Ding? Weiß ich auch nicht. Da ist die Liane, da kommen wir nicht ran. War hier noch irgendwas?
Willst du hier mit der Spitzhacke einmal ran oder mit der Schleuder irgendwas runterholen? Nee, ich glaube eher nicht. Das ist natürlich blöd. Voll doofi. Du kannst jetzt hier aber nicht auf so ein Bambus-Ding oder so. Ach, da brauchen wir bestimmt unser Äffchen. Das ist alles Äffchensache. Ich sag's euch. Unser Freund hier, der macht das noch. Das hier da reintun ist auch Quatsch. Wir wollen das ja eigentlich brennen. Können wir hier noch irgendwas heiß kochen, weil desinfizieren oder so? Keine Ahnung. Den Lappen, aber wir haben ihn ja schon, wir haben ihm ja schon einen Verband gegeben gehabt. Deswegen glaube ich nicht, dass das weiter nötig ist. Nee, das ist alles nicht so sinnvoll, was ich hier jetzt mache. Das stört mich. Da muss es was anderes geben, was ich machen kann. Zum Meer zurück will ich eigentlich gar nicht. Glaube ich auch nicht, dass das richtig ist. Hügel hoch und da lang. Ja, muss irgendwas anderes geben. Und wie vertreiben wir den? Kaputt. Kap. Sie würde ja anscheinend mit dem Stoff auch ran. Aber er hält's fest. Dieser Affe hält mich davon ab, den Flügel der Windmühle zu reparieren. Vielleicht muss man den anlocken oder so. Oder der andere Affe vertreibt den. Oder er will mein Geschenk nicht. Er traut mir nicht. So. Ja, sie ist auch voll nett irgendwie zu den Tieren. Ich bin auch sehr tierlieb, aber ich weiß nicht, ob ich in der Situation das so toll finden würde, wenn ich an die Windmühle will, die ich reparieren will und der da, ja, mein Gott. Tut ihm ja auch nichts, wenn sie ihn verscheucht. Also, mein Gott. Das muss unser Affe erledigen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Weil sonst können wir nichts machen. Um dem Affen zu helfen, müssen wir unseren Blasebalg reparieren. Das ist ein Blasebalg. Hergestellt aus Seehundfell und zwei Holzteilen. Er funktioniert aber nicht, weil im Fell ein Loch ist. Das ist ein Tja, ja. Einfach mal den Kram zusammennähen, wenn ich könnte. Kannst du dir da so Zacken abnehmen wieder oder so? Nee. Korbgeflecht. Ich meine, ein Korb basteln ist auch... Das glaube ich auch nicht, weil ich glaube, das ist das Getreide für die Mühle später. Ja, ich habe halt nicht wirklich was. Das ist das Ding. Den Nagel mit irgendwas kombinieren. Nee. Die Schleuder können wir ja wieder demontieren, weil sie will den Affen ja eh nicht angreifen. Dann kann ich vielleicht das Gummi noch irgendwie verwenden. Ich habe mir schon wieder eine Schleuder gebaut. Das will ich doch gar nicht. Ich habe das doch gerade erst demontiert. So. Wie kann ich den denn mal reparieren? Wir wissen, wie ich das jetzt reparieren kann. Du kleines Äffchen, du. Der soll Wasser kriegen und essen und was weiß ich nicht was, aber ich glaube, dafür brauche ich einen Behälter. Oder ich habe noch nicht alles gefunden. Ich meine, ich könnte mir hier 1000 Sachen jetzt noch bauen aus dem Lehm, aber das... geht irgendwie so nicht. Da an die Ranke, da komme ich nicht ran. Das ist doch doofi. Um da hoch? Ja, ein Affe sein. Das ist auch schon wieder so der Hinweis, dass der Affe das machen soll. Hier brauchen wir den Behälter. Vielleicht doch irgendwie die Fackel. Ist das dann doch noch irgendwie so der nächste Weg? Sich so eine Fackel bauen? Vielleicht kann ich ja schon mal hier was reintun zum Brennen. Davon habe ich schon etwas. Wie, davon hast du schon etwas? Kapiere ich jetzt nicht.
Du hast doch noch gar kein brennendes Stoffzeug. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum hat sie das gesagt? Aus dieser Astgabel vielleicht? Ich mache mir immer die dusselige Schleuder. Warum bin ich denn so hohl? Weil es halt immer geht. Ich sollte diese Kombinationen lassen. Ich will eine neue Kombination. Ich will irgendwas, um mir eine... Ja. Fackel oder so. Oder eine Kerze. Es soll eine Kerze oder eine Fackel sein. Aber... Pff, weiß ich nicht, wie. Weiß ich nicht. Was könnte man denn noch da reintun zum Brennen? Das ist nicht heiß. Nicht heiß genug, ja. Dann was anderes. Pack da allen Scheiß rein. Meno. Das will sie ja nicht. Davon habe ich schon. Das kapiere ich nicht, dass sie das sagt. Davon habe ich schon was. Was denn? Hast du gar nicht. Messer mit Stiel, sich daraus irgendwie eine Kerze basteln? Weiß auch nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Ich muss mich darum das nächste Mal kümmern. Ich weiß es doch nicht. Tausend Sachen. Ich weiß zwar von der Reihenfolge her, was wir wahrscheinlich als erstes und so machen müssen, aber also es bleibt eigentlich nur noch so, das Ding hier reparieren oder sich eine Fackel bauen, damit wir da in die Höhle können. Anders weiß ich auch nicht. Und das gucke ich nach, muss ich nachgucken, weiß ich nicht. Lösung und so, weiß ich nicht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.